Es ist mir eine Ehre, Ihnen heute Frau Ministerin Bali vorstellen zu können. Frau Bali trägt die Verantwortung für das Bundesjustizministerium und gehört der SPD-Fraktion im Bundestag an. Zuvor hat sie das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geleitet. Liebe Frau Dr. Bali, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns zu kommen. Wir, die Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland, sind dem deutschen Rechtsstaat sehr dankbar, dass Vorfahren vieler unserer Mitglieder hier Schutz gefunden haben vor Verfolgung und Diskriminierung in anderen Ländern. Die AMJ ist gut integriert, überdurchschnittlich ausgebildet und ein wichtiger und positiver Teil der deutschen Gesellschaft und des Dialogs mit den Muslimen. Wir freuen uns nun auf Ihr Grußwort. Eure Heiligkeit, Hazrat Misa Masrur Ahmad, sehr geehrter Herr Bundesvorsitzender Wageshauser, sehr geehrte Frau Ahmad Hübsch, liebe Damen, liebe Herren, ich bedanke mich zunächst ganz herzlich für die Gelegenheit, heute zu Ihnen zu sprechen. Es ist eine große Ehre für mich, bei dieser großen, lebendigen, spirituellen Versammlung eingeladen zu sein. Am Eingang steht sowohl die deutsche als auch die Fahne ihrer Religionsgemeinschaft. Und das ist ein sehr schönes Symbol. Denn es zeigt, dass in diesem Land beides Platz hat. Das Weltliche und das Geistliche. Und es ist ja mehr als ein Symbol. Bemerkenswert ist die große Offenheit, auf die ihre Glaubensgemeinschaft großen Wert legt und auf die sie zu Recht stolz sind. Sie laden auch Politikerinnen und Politiker wie mich und die ganze Gesellschaft zum Dialog ein. Auch hier auf der Veranstaltung wird es wieder viele Reden und Gedichte, Begegnungen in verschiedenen Sprachen und auch auf Deutsch geben. Und heute Nachmittag werden Sie einen Teil Ihrer Veranstaltung auch für Nichtmitglieder öffnen. Offenheit weckt Interesse und beugt Vorurteilen vor. Diesen Ansatz finde ich überzeugend und sympathisch und gerade in diesen Zeiten ist er besonders wichtig. Denn wir erleben, dass gerade dort die Vorurteile besonders groß sind, wo der Kontakt besonders wenig herrscht. Und deswegen ist der Ansatz, den Kontakt zu suchen und zu informieren und andere teilhaben zu lassen, aus meiner Sicht genau der richtige. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, als Bundesjustizministerin bin ich auch die Hüterin der Verfassung, so nennt man das. Und dazu gehört natürlich auch die Religionsfreiheit in unserem Land, die in Artikel 4 unseres Grundgesetzes verankert ist. Ich will vielleicht die ersten beiden Absätze dieses Artikels einmal zitieren. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Und die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Wir sehen es in Deutschland als ganz selbstverständlich an, dass Veranstaltungen wie diese im öffentlichen Raum stattfinden und dass sie ihre Religion in dieser Messehalle auch leben. Das erkennen auch die meisten derjenigen an, die grundsätzlich gegenüber Religion generell oder auch dem Islam gegenüber inhaltlich kritisch eingestellt sind. Aber es ist eben gerade in diesen Zeiten, die wir gerade erleben, auch in Deutschland, besonders wichtig, diese Freiheit der Religion zu betonen. Sowohl in Deutschland als auch in der Welt zu dieser Freiheit offensiv zu stehen. Denn dieser freiheitliche Umgang mit Religion ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Und gerade Ihre Gemeinschaft hat darunter zu leiden, dass es nicht überall auf der Welt Religionsfreiheit gibt. Und auch da, wo sie auf dem Papier steht, sie nicht überall gelebt wird. In manchen Ländern ist ihre Religion verboten. Gemeindemitglieder werden schikaniert oder sogar verfolgt. Und umso wichtiger ist es, alles zu tun, um diese elementaren Grundrechte wie die Religionsfreiheit zu schützen, hier wie anderswo. Die Religionsfreiheit unseres Grundgesetzes bedeutet, dass sich der Staat nicht in eine Religion einmischen darf. Und umgekehrt bedeutet er, dass die Religion auch keinen Einfluss auf den Staat und die Politik erhält.
Als überzeugte Demokratin ist klar für mich, dass nur der demokratisch gewählte Gesetzgeber verbindliche Regeln machen darf. Für alle. Und dass nur demokratisch legitimierte Behörden hoheitliche Befugnisse haben dürfen. Und dass nur gewählte Richterinnen und Richter Recht sprechen dürfen. Und es ist richtig und wichtig, dass Ihre Gemeinschaft diese Grundsätze teilt. Wobei man diese Fragen natürlich gegenüber Religionen auch immer stellt. Wie stark ist die Verbindung? Wie stark sind die Rechtsetzungen? Wie stark greift das über? Das betrifft zum Beispiel auch die katholische Kirche. Die hat in Deutschland ein eigenes Arbeitsrecht. Auch das ist immer wieder Gegenstand der Diskussion. Und wir dürfen uns keine Illusionen machen. Gerade in diesen Zeiten steht der Islam besonders unter Beobachtung hier und weltweit. Und ich weiß, dass viele Menschen, die muslimischen Glaubens sind, in unserer Gesellschaft das Gefühl haben, sich rechtfertigen zu müssen, mehr als andere. Und ich kann mir vorstellen, ich kann mich hineinversetzen, dass dies eine Belastung darstellt, vielleicht noch mal besonders für die jüngere Generation. Denn spätestens seit 2001, seit dem 11. September, gibt es immer diese Debatte, die beständig darum kreist, ob vom Islam auch Gewalt ausgeht. Und wenn wir jetzt sehen, dass in jüngster Zeit, gestern war es, glaube ich, sogar eine Repräsentantin einer deutschen Volkspartei der Meinung ist, dass Muslime in ihrer Partei keinen Platz haben, dann ist das wirklich hoch alarmierend. Es muss deshalb unser aller Ziel sein, Ihr Ziel, aber auch unser Ziel, deutlich zu machen, dass islamischer Glaube und islamischer Extremismus eben etwas Verschiedenes sind. Und klarzumachen, dass es auch im Islam eine große Vielfalt gibt. Ihre Glaubensgemeinschaft setzt auf Dialog, auf Offenheit, Love for all, hatred for none. Das ist eine großartige Überschrift, ein großartiger Leitspruch, den ich sofort auch als meinen akzeptieren würde. Ein friedliches Zusammenleben aller Menschen ist ihr Ziel und auch ihre gelebte Praxis. Und in diesen Zeiten, auch in Deutschland, brauchen wir Stimmen wie Ihre mehr denn je. Ich freue mich deshalb, dass Sie so intensiv diesen Dialog auch mit der Politik suchen und finde es deshalb auch wichtig, darauf einzugehen und bedanke mich deswegen auch nochmal für die Einladung, die ich sehr gerne angenommen habe. Mein Kollege Thorsten Schäfer-Gümbel aus Hessen hat mir erzählt, dass er vor einigen Jahren auch hier sprechen durfte und auch sonst einen sehr intensiven Dialog zu ihrer Landesorganisation in Hessen unterhält. Das freut mich und ich möchte anbieten, dass ich diesen Dialog auch sehr gerne fortführen möchte. Und ich freue mich, wenn ich im Anschluss an dieses Grußwort auch noch mehr über Ihre Anliegen, auch vielleicht über Ihre Sorgen in diesen schwierigen Zeiten erfahren kann. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Versammlung, bedanke mich nochmal sehr herzlich und wünsche Ihnen alles Gute. Thank you. Thank you.